Ich möchte da auch nicht ins Jammern geraten, weil mir ist das alles klar, wenn man mit Tieren arbeitet, dass sowas alles möglich ist oder passieren kann und natürlich nicht alles nacheinander kommt, wie man sich das immer wünscht. Und die Pferde, wie ich ja am Anfang schon mal erzählt habe, bis zum Ende ihres Lebens bei mir bleiben und ich kein Pferd wegen nicht mehr funktionieren oder nicht mehr reitbar hier von der Ranch entferne oder verkaufe oder weitervermittle, dann ist das natürlich so. Aber es ist halt gar nicht in dem Thema Ranch rübergekommen, dass man die Ranch auch so führen kann und dann die Tiere nicht einfach, weil sie keine Leistung mehr bringen, abschieben muss. Und darum ging es mir ja auch. Und auch die Arbeit mit meinen Pferden wurde überhaupt nicht thematisiert. Die war ja bei den anderen Höfen sehr langwierig und sehr ausführlich zu sehen. Aber ich mache ja eine ganz andere Arbeit, die sich nicht Horsemanship nennt und die sich auch nicht Westernreiten nennt, sondern diese natürliche Reitweise. Und dazu gab es ja überhaupt kein Thema. Und das ist natürlich für mich sehr traurig. Und auch viele Leute, die mich kennen, haben gesagt, das war ja interessant mit der Ranch, aber deine Arbeit mit den Pferden und was du machst, das hat uns allen gefehlt.